Ja, außer vielleicht Letzteres war so oder so ähnlich meine Reaktion, als ich gesehen habe, dass ich jetzt 1000 Abonnenten habe. Ich bin die ganze Zeit nur am Quietschen. Und ich wollte mich bei allen, die sich jetzt angesprochen fühlen, ganz herzlich bedanken. Denn ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Abonnenten und Kommentar und Like. Und zu erfahren, dass es tatsächlich Leuten gefällt, was ich hier produziere. Das finde ich echt Wahnsinn. Vielen Dank! Und eine kleine Vorwarnung an alle. Ich werde jetzt in diesem Video nur labern, also wer das sich nicht antun möchte, schaltet das Video lieber aus. Ja, okay, wo fange ich an? Es ist echt kaum zu glauben, also jedenfalls für mich, aber ich besitze diesen Kanal jetzt schon seit 6,5 Jahren. Und vielleicht, sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht ist ja jemand unter euch, der mich von Anfang an begleitet hat und noch weiß, was ich als 14-Jährige damals für einen Unsinn produziert habe. Ich habe mir nämlich damals in den Kopf gesetzt, den Anime Tokyo Mew Mew, das ist der erste Anime, den ich je gesehen habe, komplett auf Deutsch zu vertonen. Das sind 52 Folgen, aber gut. Und ich hatte damals echt gar keine Ahnung vom Dubben, also wirklich keine Erfahrung und nichts, was in diese Richtung geht. Ja, und zu dieser Zeit war ich auch viel zu schüchtern, als dass ich andere Dubber fragen würde, ob sie dabei mitmachen würden. Also habe ich mir ein kleines, schlechtes Tischmikrofon gekauft und mir eine Freundin geschnappt und zusammen alle Charaktere aus diesem Anime gesprochen. Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Innerhalb eines Jahres haben wir immerhin 11 Folgen geschafft zu dubben, wenn sie auch richtig schlecht waren. Das war eine totale Katastrophe. Deswegen habe ich die Videos auch irgendwann gelöscht. Und ich würde sie jetzt eigentlich richtig gern nochmal zum Spaß hochladen, aber ich habe sie leider nicht mehr. Das ist echt schade. Naja, so hat jedenfalls alles angefangen. Und auch wenn sich das kaum jemand angeschaut hat, war diese Zeit unglaublich aufregend für mich. Und ja, ich fand das super toll. Ja, und ein Jahr darauf habe ich dann zum ersten Mal andere YouTuber kennengelernt, mit denen ich dann zusammen gedubbt habe. Und zu einigen habe ich bis heute noch Kontakt. Das sind echt tolle Mädchen, aber auch alle anderen, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind. Es hat mir echt immer sau viel Spaß gemacht, mit euch zusammen zu dubben. Also danke dafür an euch. So, jetzt mögen sich ein paar von euch vielleicht fragen, warum ich kein Abonnenten-Special mache. Der Grund ist, ich gebe mir echt mit all meinen Videos richtig viel Mühe und ich wüsste gar nicht, wie ich da noch einen draufsetzen sollte. Oder kurz gesagt, ich bin zu unkreativ, um mir was Gescheites einfallen zu lassen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Demnächst werden dafür aber wieder einige Dubs und Cover auf euch zukommen. Ja, jetzt nochmal ein ganz fettes Dankeschön an alle Leute da draußen, die mich unterstützen, durch zum Beispiel liebe Kommentare. Und ich freue mich echt jedes Mal unglaublich darüber. Und es motiviert mich natürlich auch weiterzumachen. Dafür danke ich euch. Ich glaube, das war genug geredet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann!